Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, ich werde heute mal ein bisschen Sachen erledigen, so wie Sambors Geschichte. Hoppla, da sind wir falsch. Auf der Karte, wo ist denn die? Die ist da oben. Gut, das heißt, wir müssen da lang. Das heißt, wir machen heute Sambors Geschichte weiter und schauen mal, was uns so alles bringt. Ja, was wir so alles machen können. Unterwegs werden wir natürlich Sachen sammeln, weil wir haben ja alles in die Dinger reingegeben, in den Vorrate-Ding. Vorräte? Ja. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Jürchen, Popöchen. Schaffst du hier was oder stehst du nur dumm auf dem Feld herum? Wie gesagt, habe ich gerade selbst nicht. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen was vor heute. Also hoffe ich mal, dass ich ein bisschen was in der Sambors Geschichte weiterkomme. Natürlich könnt ihr mal schön bei uns auf dem Kanal in die Info, ne, Kanalinfo reinschauen. Dort ist ein bisschen was erneuert worden. Ich und Mina haben ein bisschen gequatscht miteinander. Und ja, da könnt ihr mal euch reinfuchsen und mal euch... Also ich, da gerade die Geräusche, wollte gerade sagen, wer schreit denn hier so rum? Oder steht hier so rum? Da könnt ihr mal euch reinfuchsen und nachschauen, so was so Neues gibt, was wir so Neues geplant haben, was wir so Neues machen werden. Im späteren Verlauf des Videos kommt noch eine Neuerung dazu. Also es kommt noch ein brandneues Let's Play. Das könnt ihr euch mal schön anschauen. Natürlich kein neues Spiel oder sowas. Das ist der LS22, aber ein neues Let's Play, was wir starten werden. Ne, das kommt 16 Uhr, habe ich das angesetzt. Weil das haben wir schon vorgedreht. Ja. Schön viel einsammeln. So. Ja, bis ich da bin, wird es, denke ich, mal Nacht sein. Ist ja jetzt schon sehr dunkel hier. Weil da noch ein bisschen der Mond scheint. Ja, werden wir mal noch ein bisschen weitermachen. Ja, gestern schön den Livestream besucht. Das ist toll. Aber es haben nicht so viele mitgemacht, wie wir erhofft haben. Also es war zwar schön, dass viele da waren und geschrieben haben und mit uns erzählt haben. Das fand ich toll, aber es war natürlich nicht so... Ihr habt nicht so Bock gehabt, ins Spiel reinzukommen. Also da müsst ihr euch mal noch ein bisschen mal mitmachen, weil ansonsten... werden wir demnächst keinen, also nicht mehr so oft einen Community-Stream machen. Weil wenn keiner mitmacht, brauchen wir uns auch die, den Elan und die Anstrengung nicht machen, sowas vorzubereiten. Aber das wird bestimmt schon. Wenn nicht, dann gibt es halt andere Sachen. Ne? So, 500 Meter noch, weil ich werde jetzt hier gleich außerhalb von dem Ding hier schlafen. Ich denke mal, es ist spät hier noch. Ich bin ja echt am Hoffen, dass ich jetzt gleich nicht einen Jahreswechsel habe, weil sonst... Ja. Hey, cool, hier ist ein Schneemann. Den kann man sogar einsammeln. Kann ich den einsammeln? Ah, die Karotte habe ich jetzt eingesammelt. So, gucken wir mal. Feuer. Ja. Boah, alter, hell. Boah, alter, hell. Oh, wenn man gerade die ganze Zeit die Augen dran gewöhnt hat, dass es so dunkel war. Und jetzt hell ist, ey. Boah,
So, noch 350 Meter, dann haben wir es. Ja, guck mal, hier sind ein paar Hasen. Vielleicht kriegen wir einen, wenn wir alleine sind. Ha! Erwischt! Wir haben noch ein bisschen Fleisch, wo wir braten können für unser Essen. Oh, jetzt stinke ich schon wieder. Oh Gott. Hier ist nirgendwo ein Fluss, glaube ich, in der Nähe, oder? Ah, doch, doch hinten. Weil ich weiß nicht, ob der da mit mir redet, wenn ich anfange zu müpfeln. Trinken will ich eigentlich. Ja, ich trinke trotzdem mal was. Eigentlich wollte ich ein bisschen schwimmen. Funktioniert aber nicht. Wasser ist zu niedrig. Naja, wird schon irgendwie gehen, dass er mit mir redet. Hoffe ich mal. Wenn nicht, muss ich gucken, wie ich es mache. Ah, guck mal, da vorne steht was. Eine Kiste und eine Schaufel. Was ist denn da in der Kiste drin? Oh, geil. 285 Münze. Ist ja cool. Mal gleich mal alles rüber. Cool, geil. Also schön die Münzen. Kann ich die Truhe gleich mitnehmen oder geht das nicht? Nee, geht nicht. Ja, ja. Ab, rennt. Lauf. Ah, guck mal, da ist er ja, der geschätzte Kollege. Doch. Da, ich habe Fener getroffen. Ich bin beschäftigt. Ja, ist mir ja. Hast du das? Hm, und was ist das? Wie ist das wohl ausgegangen? Zunächst einmal, du hattest recht. Wie ist das Letzte? Alter, das ist aber echt eine, ja, gepflegte Aussage. Das reine Böse in Menschenform, erzähl weiter. Zum Glück hat sie das Tal verlassen. Das heißt, keiner von uns wird sie jemals wiedersehen müssen. Also sind meine Träume endlich wahr geworden. Das ist großartig. Entschuldigung. Neuigkeit, Rasmir. Aber was ist das, was ist mit meinen Figuren? Sie wollte sie nicht, oder? Was, sie hat es getan? Ja, verdammt alle. 20 Münzen. Diese elende Hexe, Alter. Was? Ich hasse sie aus vollstem Herzen. Und du, was ging dich das überhaupt an? Du hättest die Dreck im Dreck liegen lassen sollen. Sag doch sowas nicht, du solltest das. Lass mich in Ruhe. Alter, der Typ hat echt gepflegte Probleme, der Mann. So, dann wollen wir kurz ein Bild. Zip, danke. Der Mann hat echt gepflegte Probleme. Kann man dem was luxen? Hat der hier was Schönes? Ein Bogen? Interessiert nicht. Mal gucken. Leder, Steinmesser. Ne, dafür lohnt sich's nicht, ich Ärger zu bekommen. Mach nix, ich guck nur, was du so Schönes hast. Ne? Ich bin schon wieder weg. Tschüss.
Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir den ganzen Weg schon wieder zurücklaufen. Und da sind natürlich Wölfe. War ja wieder klar. So, damit ihr das nicht ganz sehen müsst, wie ich schon wieder den ganzen Weg zurücklaufe, machen wir mal kurz Pause und ihr seht gleich, wie es weitergeht. Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir. So, bin jetzt eigentlich in der Stadt. Wir machen jetzt Alvins Quest weiter. Sambo hat ja, wie so ein kleines, ne, ihr wisst ja, hat jetzt hat keinen Bock mehr und deswegen ist er jetzt am Rumheulen. Deswegen machen wir jetzt Alvins Quest weiter. Jo, wo ist ja dann der Alvin? Das ist er doch. Hey, bleib mal stehen, Kollege. Vielen Dank. Gut, dass man dich nicht unterm Hut sehen kann. Hallo, was gibt es Neues? Ach, man, da gibt's so viel zu lesen. Es gibt nichts Neues. Ich habe heute wieder zu viel zu tun. Außerdem läuft mein Trinkschlauch aus. Ich schwöre, das macht er mit Absicht. Nur, um mir die Arbeit an diesem beschissenen Tag doch zu erschweren. Tja, was für ein Pech. Kannst du dir nicht einmal einen neuen kaufen? Diesen mag ich am liebsten. Ich hänge sehr an ihm. Weil du es bist, mein Freund, werde ich es tun. Als wäre das Ding nicht ekelhaft. Wie kann ich helfen? Im Westen von hier gibt es ein Dorf, in dem eine Näherei haben. Was ist das? In dem sie eine Näherei haben. Ach so, Menschenskinder. Könntest du dorthin gehen und die Näherin bitten, meinen Trinkschlauch zu reparieren? Ja, sicher, kann ich machen. Kein Problem. Ich kann ja auch meinen geben. Quatsch. Hello there. Er ist nicht. Ah, geht nicht. Er will unbedingt sein. Ja. Er will unbedingt seinen eigenen Trinkschlauch haben. Jo, gehe ich hier hin. Alter, was bist denn du für ein Kalb? Oh, mein lieber Axonsal, der ist riesig. Na, wo willst du jetzt hin? Wo sagst du jetzt da hin? Oh, schon wieder neu auf 50 Meter dahin laufen. Ey, spinnt doch alle. Wo ist denn das? Ein Denizia. Was ist das, wenn ich da hinfahre? Ich hoffe nicht so viel. Guten Tag, der Herr. How are you? Ja, brauche ich Mitfahr gelesen. Denizia, 310 Münzen. Nö. Bestimmt nicht. Have a good day. Du Halsabschneider. Sowas habe ich ja nicht erlebt. Voll der Halsabschneider, bitte. Sie sehen 310 Münzen, ey, für eine kleine Kutschfahrt. Ja, nicht so viel Geld bezahlen, nur um mit der Kutsche zu fahren. Ey. So weit kommt's noch. Ab da. Ja, ne, heute Schneewanderung. Laufen die ganze Zeit hier nur rum. Aber jetzt kann ich mich mal wieder hier waschen gehen. Ja, ich stelle mich nicht so dran. Jetzt sind wir auch schon sauber. Was trinken. Früher konnte man ja noch einfach so aus dem Bach trinken, heute will ich das lassen. Ne, geht nicht. Boah, nach 700 Meter, ey. Zeit, dass sie immer so Pferdestall und sowas machen, ne? Ein Quest war ich mal ein anderes Mal. Ich werde jetzt zum Hof gehen, zum Haus, ja, zu unserem Dorf. Und dann werde ich mal noch was bauen. Ich habe vor, nämlich den Hühnerstall mal zu bauen, dass wir auch so langsam mal Tiere bekommen. Das wäre auch mal eine echt nice Idee, wenn der Typ nicht alle 5 Sekunden hier am Rumhecheln ist, weil er auch so Puste ist. Den habe ich vor, noch in diesem Video zu bauen, den Hühnerstall. Der ist nicht groß und dann ist auch für heute Feierabend. Ah, guck mal, der arbeitet mal was. Ja, schön. Da, wo stelle mal den hin, den hin? Hier, oder? Das würde doch gut passen. Gebäude, Tierhaltung, Hühnerstall. Hier so hin. Ja. Na, Hammer. Haben wir da Hammer oder haben wir nicht? Zack, zack.
Zack. Da. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wir brauchen wieder Stämme. So, einen Stamm brauchen wir. Zwei. Drei. Die Stöcke können wir schon mal alle festmachen. Dann haben wir nur noch die Stämme später zu tun. Vier Stück schon mal für unten. Fünf, sechs, sieben, acht. Also acht Stück insgesamt. Acht Stämme brauchen wir für den Hühnerstall fertig zu machen. Ja, haben wir noch ein bisschen Holz fällen hier. Naja. Dich. So, warte. Jetzt haben wir ein, zwei, drei, vier. Nein, ich will nicht drauf schlagen, ich will den einsammeln. So, haben wir das doch. 5, 6, 7 und den 8. glaube ich, habe ich da schon mit dem anderen Ding fertig gemacht. Der Stamm. So. Zack. Zack. Ja, 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 jetzt übertreib mal nicht. Ey, dieses Gehecher geht mir so auf den Keks. Da. Hühnerstall fertig. Guckt euch an. Sieht ja schön aus hier. Schick, schick. Ja, gefällt mir. Ne? So, Leute, das war's für heute. Ne? Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das nächste Mal geht's dann weiter. Dann werden wir hier den Hühnerstall natürlich auch befüllen. Mit Hühner und mit oder, ne, dass wir hier schön was auffüllen können. Ich, ja, Tierfutter habe ich drin, okay, wusste ich gar nicht. Ein bisschen Tierfutter sogar, das heißt, ich muss auch noch Tierfutter kaufen. Ja, wird ein bisschen was und deswegen, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dannchen, tschüss.